Frankie, wie fühlst du dich jetzt nach dem großartigen Spiel gestern, letzter internationaler Einsatz? Ja, großartig. Also ist doch sehr gut, dass man das Spiel auch gewinnt. Also das bleibt dann in Erinnerung, wenn man am Ende gewinnt. Und ja, jetzt haben wir am Sonntag noch ein wichtiges Spiel vor uns, was gerade für mich wichtig ist. Das letzte Spiel in meinem Leben, meiner aktiven Karriere. Und ja, das muss man noch dazu, wenn man gegen Rapid spielt, natürlich gewinnen. Ganz klar. Gestern habt ihr die meisten geschossenen Tore in der UEFA Europa League Gruppenphase geschafft. Ist es schön, das noch miterlebt zu haben? Ja, Rekorde sind immer was Tolles. Ja, ich bin froh, dass ich ein Teil dieser großartigen Mannschaft habe sein dürfen. Und ja, jetzt haben wir zweimal Gruppenphase mit 18 Punkten geschafft und jetzt nochmal 16 Punkte und der Torrekord. Ist wirklich sensationell. Aber es soll heuer nicht das letzte Spiel gewesen sein. Wäre doch nochmal was Tolles, wenn die Mannschaft es schaffen kann, nochmal vielleicht eine Runde weiter wie in der letzten Saison zu kommen. Ist es für dich zur Debatte gestanden, deinen Vertrag noch bis zum Sommer zu erfüllen? Ja, ist in meiner Entscheidung zur Debatte gestanden, aber ich habe das vor ein paar Monaten so entschieden, dass das eben nicht in Frage kommt, weil ja, ich nicht der Typ bin, der mit ein paar Prozent weniger Fußball spielt. Das passt da einfach nicht zu meinem Spielstil. Deswegen ja, habe ich mich zu dem Schritt entschieden und ja, möchte mich da auch an dieser Stelle beim Verein bedanken für die guten und offenen Gespräche, die ich geführt habe und dass sie mir das ermöglicht haben, meinen Vertrag jetzt vorzeitig zu beenden. Frankie, wenn du jetzt auf deine 12 Jahre als Profifußballer zurückblickst, gibt es irgendwelche Entscheidungen, die du lieber anders getroffen hättest? Schwierige Frage, aber eigentlich nicht. Ich habe eine tolle Karriere gehabt. Sicher könnte man immer noch gewisse Sachen besser machen, aber es passieren Fehler und man lernt aus Fehlern. Und im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden, wie sich meine Karriere gestaltet hat. Und ja, ich habe, was am allerwichtigsten ist, verdammt viele Menschen kennengelernt, von denen ich heute persönlich profitiert habe und die mich weitergebracht haben in meinem Leben. Und ja, für das möchte ich mich auch bedanken. Du bist jetzt 5 Jahre beim Verein. Wie schätzt du die Leistungsqualität der derzeitigen Mannschaft im Vergleich zu früheren ein? Ja, wir haben schon im letzten 2-3 Jahren doch eine enorme Entwicklung gemacht bei uns im Verein. Das muss man so sagen, das sieht, glaube ich, jeder Fan, der bei uns ins Stadion geht. Wir haben einen neuen Spielstil entwickelt, der, glaube ich, in ganz Europa nicht vergleichbar ist. Und ja, wir wollen offensiven Powerfußball spielen. Es gelingt uns nicht immer, aber ich glaube, die Leute schätzen das, dass wir das immer wieder versuchen und es geht uns doch sehr oft auf. Und ja, wir haben uns zu einer fixen Größe mittlerweile in Europa gemacht und ja, das ist wirklich sehr, sehr beachtlich, was wir auch für Österreich da in der Hinsicht für den österreichischen Fußball gemacht haben. Über viele Jahre bist du voll im Training gestanden. Wird dir das jetzt fehlen oder überhaupt nicht? Ja, schwer zu sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich sonderlich zunehmen werde. Ich werde doch noch ein bisschen sporteln. Ich freue mich jetzt einmal, dass ich ein bisschen mehr Skifahren kann als wie vorher. Und vielleicht auch ein paar andere Sportarten jetzt mal, die früher zu kurz gekommen sind, ich jetzt in vollen Zügen genießen kann. Aber ja, natürlich fehlen wird mir mehr die Mannschaft. Ein Mannschaftssport ist doch was anderes wie Einzelsport. Man hat da eben mit Gleichgesinnten immer wieder zu tun. Man hat da extrem viel Spaß und Freude am Fußballspielen. Das wird mir sicher etwas fehlen, aber ja, im Großen und Ganzen freue ich mich jetzt einfach auf die Zeit, die jetzt nach der aktiven Karriere kommt. Und was hast du jetzt vor mit deinem Leben? Was habe ich vor jetzt? Ich habe schon eine To-Do-List geschrieben, jetzt wie viele Dinge, dass ich vorhab. Da stehen schon einige Dinge drauf, aber ja, die werde ich jetzt einmal abarbeiten und ja, was dann auf mich zukommt, das ist heute für mich offen. Ich freue mich
auf das, dass noch nicht alles geplant ist in meinem weiteren Leben. Ich bin doch sehr auch für Veränderungen zu haben und ja, werden wir sehen, was jetzt in nächster Zeit auf mich wartet. Was macht eigentlich jetzt dein berühmter Stirnbandel, wenn du nicht mehr kickst? Das geht jetzt in Pension, nein, ich hab eine gute Verwendung dafür. Ich weiß nicht, ob es beim Skifahren erlaubt ist, also, aber ich glaube schon. Ich muss den ÖSV, den Herrn Schröcksnadel werde ich fragen, ob das auf der Abfahrt erlaubt ist. Und ja, da habe ich schon eine gute Verwendung für das gefunden. Ne? In letzter Zeit ist ja relativ viel über deinen Rücktritt gemunkelt worden. Was hat dich ja letztendlich dazu bewegt, dass du den Schritt gemacht hast? Ja, es war eigentlich nicht die eine Aktion, was mich dazu bewegt hat, sondern einfach über die letzten zwei Jahre hinweg hat sich das Gefühl einfach in mir aufgebaut und wie schon gesagt, es war nicht ein besonderer Moment, sondern einfach die innere Stimme, die irgendwie gesagt hat, na, es ist jetzt an der Zeit, ich bin alt genug, ich muss jetzt schauen, dass die jungen Spieler meinen Platz einnehmen. Was war eigentlich dein größtes Highlight in deiner doch so erfolgreichen Karriere? Größtes Highlight war, dass ich mit dir zusammenspielen habe dürfen. Nein, vielleicht noch ein anderes. Ja, es waren die Meistertitel für sich waren natürlich immer was ganz Besonderes, beziehungsweise die Doubles, die wir sogar geholt haben in Salzburg. Aber ja, das Nationalteam ist dann doch nochmal irgendwie eine andere Ebene und da fällt mir jetzt das erste Spiel gegen die Elfenbeinküste ein, wo ich direkt gegen einen Didier Drogba gespielt habe und wo wir 3-2 gewonnen haben, beziehungsweise gegen Belgien, der Doppelpack wird für mich auch unvergessen bleiben. Sage vielen Dank, für die letzten Jahre. Alles Gute, Ilse, für die nächste Zeit. Ja, liebe Fans, es ist nun soweit. Ich möchte mich wirklich recht herzlich bei euch bedanken. Es war, gerade ihr habt mir eine unglaublich schöne Zeit bereitet. Es wird für mich wirklich unvergesslich sein, die 5,5 Jahre, die ich mit euch verbringen durfte. Und ja, ich werde es mir sicher noch das eine oder andere Mal im Stadion über den Weg rennen. Ich werde noch sehr oft ins Stadion gehen, das ist ganz klar. Ich werde beobachten, wie sich die Jungs so entwickeln in der nächsten Zeit. Aber ja, ich kann wirklich nur sagen, es war eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Und für das möchte ich mich bedanken. Und trotzdem ist das kein richtiger Abschied. Bleib weiterhin in Bleimfeld bis jetzt einmal wohnhaft. Und ja, wir sehen uns sicher in nächster Zeit. Auf alle Fälle schöne Feiertage und gutes neues Jahr dann.